Blau-Weiß sind heute meine Farben und ich zeige euch drei Looks dazu. Blau-Weiß erinnert natürlich immer sehr stark an einen maritimen Look. Und das war auch ein bisschen die Herausforderung für mich, weil ich einfach einen sommerlichen Look schaffen wollte, aber keine maritimen eben. Und habe mich da an Griechenland orientiert, also an den Nationalfarben, wenn man so will, Blau und Weiß. Und es ist wirklich ein sehr leuchtendes Blau. Das werdet ihr gleich in den anderen Kleidungsstücken schon sehen. Und ja, mein erster Look ist auf jeden Fall ein Kleidchen, was, wie ich finde, in sich auch sehr griechisch wirkt, weil unten halt diese Musterbordüre hat. Und je nachdem, wie ihr das Kleid stylen möchtet, also was für einen Anlass ihr dafür ausgewählt habt, könnt ihr es natürlich mit den Schuhen variieren. Ja, flache Sandalen sorgen dann einfach für so einen City-Look, ja, wenn man so durch die Stadt schlendert. Und wenn ihr es ein bisschen schicker haben wollt, dann eben High Heels, so wie ich es gemacht habe. Outfit Nummer 2, eine Kombination aus einem Rock und einem Basic-Shirt. Und der Rock ist natürlich wieder in einem Griechenland-Blau. Und ein weißes T-Shirt gehört für mich auf jeden Fall auf meine Must-Have-Liste. Besonders im Sommer, aber eigentlich brauche ich es das ganze Jahr über, weil es ist einfach ein Teil, was zu allem geht und ja, bestens kombinierbar ist. Und ich finde, es passt auch auf jeden Fall zu meinem Rock, denn der hat hier diese süßen Volants. Und ich finde, da macht man auf jeden Fall nichts falsch, wenn man drumherum schlicht bleibt, damit das auch schön im Fokus ist. Dazu kombiniert habe ich meine Birkenstocks und guckt mal bitte, wie cool die sind. Farblich passen sie perfekt. Die haben nämlich diesen blauen Streifen in der Sohle und damit bin ich auf jeden Fall bequem unterwegs und kann mir die ganze City angucken. Und ich finde, das Outfit ist richtig süß. Look Nummer 3 ist eine Hosenkombination und dabei habe ich mir gedacht, eine weiße Jeans kommt im Sommer auf jeden Fall immer gut und blau habe ich dann drüber an und das ist ein ganz, ganz tolles Oberteil, wie ich finde. Also und das Highlight würde ich jetzt sagen an diesem Look, das ist ein Poncho-Oberteil und richtig gut geeignet für den Sommer, weil es aus Seide ist. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall luftig unterwegs und es kühlt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm zu tragen, eigentlich. Ja, wiegt das Ding gar nichts. Ja, es ist so richtig schön. Und passend dazu habe ich dann auch meine Schuhe gewählt, farblich. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Schuhfarbe. Die sieht man nicht alle Tage. Ich finde sie sehr, sehr schön. Und ich kann mir auch hellfarbene Jeans dazu richtig gut vorstellen. Meine Lieben, das waren meine drei Looks. 1, 2 oder 3. Welcher Look hat euch denn am besten gefallen? Würde mich jetzt mal interessieren. Schreibt mir das in die Kommentare. Stöbert gerne hier ein bisschen auf dem Channel rum. Guckt euch weitere Videos an, wenn ihr möchtet. Fangt doch gleich mit diesem hier an. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche Sonntag wiedersehen. Bye, bye.